Die Taliban sind jetzt eine Realität vor Ort. Ich bin davon überzeugt, dass es jetzt keine Macht gibt, die sie wieder zurückdrängt, wie vor 20 Jahren. Keiner wird uns in dieser Situation helfen. Ja, wir werden die Unterstützung ausländischer Regierungen haben. Wir werden unser Leben haben. Aber all das wird die Taliban nicht zurückdrängen. Diese Realität und die Fakten vor Ort muss man akzeptieren. Und deshalb rufe ich zur Bildung einer starken Bewegung auf mit allen Afghanen, aber besonders mit den Frauen. Denn wir haben so hart gekämpft, wir haben um unser Überleben gekämpft und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo alles verloren ist. Ich rufe alle auf, an die Führung der Taliban zu appellieren, über die Rechte der Frauen zu verhandeln. Ich bin bereit, mit ihnen zu verhandeln.